Wir sind die Beutelsbachers. Mittagssnack im Hause Beutelsbacher. Wenn mal alle zusammen sind, ist die Stimmung innig und herzlich. Eine glückliche Familie. Dabei erinnern sich die Eltern Ursula und Markus noch ganz genau, wie schockiert sie damals waren. Der Gynäkologe, der mich betreut hat zu Beginn, hat festgestellt, es sind 4 Kinder. Und da habe ich dann schon einmal der Familie eins verschwiegen, weil mir das irgendwie unheimlich war. Sie hat es mir gar nicht gesagt. Also ich hatte nur 3 erstmal erfahren und ja, ja, 6 Wochen vor der Geburt etwa sowas, hat man dann festgestellt, dass da noch ein 5. rumspringt. Am 21. Januar 1999 erblickten sie dann im Minutentakt das Licht der Welt. Der kleinste wog 870, der größte 1070 Gramm, aber alle waren gesund. Also für mich war es unheimlich stressig, als ich da dabei war, dann, bis das erste Kind geschrien hat, als es raus war. Und dann war die Erleichterung unglaublich groß. Nach 2 Monaten in der Heidelberger Uniklinik durften die kleinen Patienten nach Hause. Inzwischen waren sie schon ein bisschen berühmt und Halb Auerbach kam, um sie zu begrüßen. Was folgte, waren vor allem körperlich anstrengende Jahre. Bis alle 5 satt, sauber und angezogen waren, ging es schon wieder von vorne los. Wer ist denn jetzt wer? Das erste Jahr war ein Horrortrip, weil man ganz bestimmt einfach keine Ruhe gefunden hat, weil es ja rund um die Uhr ging im Schichtbetrieb. Was dann kam, waren glückliche Jahre, in denen sich alle 5 zu dem entwickeln konnten, was sie heute sind. Also Silvana ist ehrlich und auch selbstbewusst. Daniel ist ein ganz lieber und sehr hilfsbereit. Esther, die ist fröhlich und temperamentvoll. Johannes ist unser kluger Kopf. Und wenn Christian nicht da ist, fehlt irgendwie was. Es fehlt das Salz in der Suppe. Dann ist es also unnatürlich. 16 Jahre, wir gratulieren Ursula und Markus zu ihrer Rasselbande. We are family. Und den 5 zu Eltern, die an ihre Grenzen gehen mussten, aber alles gemeistert haben. Die Tore schmeißen aus dem Kopf.